Hallihallo und willkommen zurück zu Craft the World. Auf geht's zu unseren Zwergen und damit zu einer der letzten Runden. In dieser Runde haben wir eine Menge vor. Wir haben den Drachen vor uns, wir haben die ganzen bösen Männer vor uns. Und wenn wir das Portal fertig haben, dann ist schon fast Ruhe. Dann sind wir ja schon fast durch. Und das ist das, was wir heute versuchen wollen und was wir auch ausfinden wollen. Werden wir es einfach so schaffen oder nicht? Wir brauchen Kohle. Die Kohle bekommen wir natürlich aus der oberen Gesteinsschicht. Tüdü, tüdü. Der hier hat alles umgewandelt. Das müssen wir irgendwann schaffen, den Dicken zu besiegen, beziehungsweise den Zauberer. Ansonsten haben wir bald ein Problem, was die Blöcke angeht. Dann gibt es keine Kohle mehr, kein Gold, kein Mithril, nichts. Hier hatten wir uns schon mal reingegraben, aber das war gar nicht verkehrt. Hier gab es ja genug Kohle. Deswegen werden wir hier auch weitermachen. So, auf geht's. So, schön weiter graben nach Kohle. Und schon ist die Musik wieder ganz ruhig. Es ist Tag. Die Zwerge sind gemütlich. So muss das sein. So ist das fein. Bitte einmal holen, was ihr da runtergeschmissen habt. Bis nach ganz unten ist nichts gefallen. Sehr gut. Das kriegt ihr nicht. 1, 2, 3, 4. Buch des Tischlers. Ja, da musst du klettern. Da brauche ich dir jetzt nicht noch extra was. Gut. Wenn ihr das weg habt, dann reicht das auch wieder. Dann können wir uns noch hier drüben hinwagen. Niedriger Gesundheitsstand. Selber schuld. Geh doch schlafen. Hatte ja keiner gesagt, dass du dich in den Tod stürzen sollst. So, das kommt alles wieder mit. Dann machen wir noch ein Portal hier auf. Okay. Jo. Einmal bitte hier auch alles komplett wegnehmen. Sehr schön. Genau, und wenn wir das hier noch mitnehmen, dann kriegen wir sogar noch ein bisschen Eisen, wovon wir eigentlich genug haben. Aber man kann ja nie wissen. 1, 2, oh, nee. 1, 2, 3, 4. Das nehmen wir wieder mit, denn das gehört mir. Ein schöner kleiner Reim, so soll es sein. Jo. Das kommt auch wieder mit. Wunderbar. So, jetzt haben wir auch wieder genug Kohle für die nächste Zeit. Kann keiner sagen, ups, dass wir faul gewesen wären. Nur das Mithril fehlt. Aber da müssen wir durch, als Lurch. Wenn wir ein Frosch werden wollen. Gut, wie viel haben wir? 70 Kohle. Das müsste wieder für eine Weile reichen. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Aber Probleme gibt es nicht. Es gibt nur schlechte Lösungen. Wo ist der Drache? Da. Den wollen wir jetzt angreifen. Gehen allerdings noch einmal die Zwerge durch. Alle mal nach Hause. Ihr seid zu Hause. Sehr gut. Wildsalat, ich kann das nicht mehr essen. Da hat er halt Pech gehabt, dann müssen wir eben was anderes hinstellen. Grill, Fisch. Dann gibt's eben mal ein bisschen Fisch. Und dann kann er auch zwischendurch einen Pilzsalat essen. Na, also geht doch. Spiegeleier haben wir auch nicht mehr. Wir haben höchstens noch Tee. Aber Tee geht ja auch. Ist zwar nicht ganz so nahrhaft, aber immerhin etwas.
Gut, sehr schön. Zwerge, ich gucke euch jetzt nochmal durch, um zu schauen, wer alles schlafen muss. Du gehst schlafen. Du gehst schlafen. Und du gehst schlafen. Und du ebenfalls. So, dann gucken wir, was das Gewehr jetzt noch braucht, dieses nächste. Das da, das leistungsstarke Gewehr. Benötigt die Waffenmündung. Die Waffenmündung benötigt Eisenerz und Kohle für Stahlbarren. 36 Stück. In der Hoffnung, dass wir damit ein bisschen was fertigen können. Gut, dass wir uns die ganze Kohle angeschafft haben. Dann wollten wir uns eigentlich auch noch um das hier kümmern. Sowas wie dekorative Spiegel. Dafür brauchten wir allerdings Kohle und Sand. Deswegen haben wir Kohle eben geholt. So. Theoretisch bräuchten wir noch mehr Schmieden bei dem ganzen Zeug, das wir alles hier verkraften wollen. Jetzt bringen die das selber immer hoch, das ist doof. So verzögert sich das Ganze immer. Und ich wollte noch ein Lager bauen und aus diesem Lager oder mit dem Lager dann nach unten ziehen. Dann haben wir auch wenigstens diese ganzen Orks und Goblins und so nicht mehr hinter uns oder vor uns. Dann müssen sich die erst durchgraben. Und das tun sie eh nicht. Britzel, Britzel. Er macht aus dir einen Schnitzel. Sehr gut. So, jetzt können wir schon mal anfangen mit dem dekorativen Spiegel. Zweimal die Bretter. Drei Stück machen wir schon mal. Das macht ihr an der Werkbank. Gut, dann gucken wir, wie weit wir danach sind. Und bauen dementsprechend den Rest zusammen. Nebenbei können wir auch schon die Waffenmündung in Auftrag geben. Die war, glaube ich, so. Eins, zwei. Eins, zwei. Und einmal Kohle. Ja. Gut. Ja, und dann kriegen wir wenigstens zwei leistungsstarke Gewehre. Das müsste für den Drachen und vielleicht auch sogar für diesen Zauberkobold richtig gut sein. Sehr gut, jetzt gucken wir hier. 35% ist schon fertig. Das Aquarium nehmen wir uns noch vor. Einmal Glas, einmal Glas. Zweimal Wasser, wovon wir auch nicht mehr allzu viel haben. Und die Bretter. Machen wir zwei Stück. Ach, die sind gleich fertig. Da brauchen wir auch nicht weiter warten. Sehr gut. Eisenerz, 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 Öl. Da. Und Glas. Eins, zwei. Machen wir gleich noch einmal. Brauchen bloß das Glas. Ach, ich will die Technologie weghaben, dann brauchen wir uns darum nicht mehr zu kümmern. Dann bin ich froh, wenn wir bald das Lager umstellen. Und eins wollte ich noch machen. Ich habe doch die ganzen Wände hergestellt. Wo sind die hin? Da, 22 Stück. Dann reißen wir hier jetzt alles soweit ab. 1, 2, 3, 4. Macht da auch nochmal eins hin. Einmal bitte alles wegnehmen. Gut, dann baut da erstmal die Ziegelmauer. Okay. Dann brauchen wir im Anschluss... brauchen wir da oben drauf das Dach. Nee, halt. Da muss erst was in den... Irgendjemand greift uns an. Warte mal, ich muss mal langsamer machen jetzt hier. Mach den mal weg, der nervt. Jetzt brauchen wir erst einmal, wo ist es? Das Dach, das muss als erstes rauf. Aber jetzt weiß ich, wir brauchen Erde. Ganz viel Erde. Erde,
ganz viel Erde. Erde. Und dann ran an den Speck. So, alles ran. Gleich geschafft. Und ja, sehr schön. Ja, zumindest solange wir noch hier oben sind und unser Reich noch nicht weiter unten im Erdreich bleibt. Ich mag es nämlich nicht, wenn Kobolde oder diese Viecher von außen kommen. Nee, da nicht. Da kommt jetzt überall das Dach oben rauf. Gut. Da kann jetzt das Ende hin. Okay, sieht doch gut aus. Sieht so aus, als wenn wir es geschafft haben. Und zu guter Letzt machen wir hier die letzte Reihe Ziegelmauern hin. So, da sollen die erstmal durchkommen, die Viecher. Nochmal verstärkt von oben herum. Allerdings müssen wir dann hier auch den Block hinsetzen, damit die sich nicht unten durchprügeln. Die können ja gerne hier oben die Tür aufhauen, beziehungsweise die Mauer. Das ist ja alles kein Problem. Aber sobald die sich hier unten durchhauen, haben wir auch ein Problem. Dann müssen wir nämlich, dann können wir nicht mehr schlafen. So, die kommen jetzt gleich, noch 30 Sekunden. Ihr habt soweit alles fertig gecraftet. Ihr seid super. Könnt ihr noch ein bisschen mehr machen. Einmal Öl. Das Eisen und Glas. Eins, zwei. Und ein Aquarium mache ich einfach noch. Bisschen Wasser. Zweimal Glas. Und zweimal Bretter. Gut, dann müssten wir durch sein. Alle Mann rein in die Bude. Das ist für dich, als wärst du drin. Okay. Sieht ganz gut aus. Sieht so aus, als wenn wir das auch gut verteidigen könnten. Das Monsterportal ist geöffnet. Sie fallen runter. Es geht los. Der nächste und vielleicht sogar vorletzte, drittletzte Kampf. Na, 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 na. Alle Mann rein. Das sieht doch ganz gut aus. Solange nur einer nach dem anderen kommt, geht das. Kriegen wir die kaputt. Aber wenn die alle auf einmal da sind, dann ist es immer schwierig, die wieder loszuwerden. Au. Dann auch mal rüber. Oh, die haben wir aber gut vernichtet. Das sieht richtig gut aus. Das Fleisch kommt gleich. Da kommen noch ganz viele Hunde. Die machen auch kaum Schaden. Läuft alles wunderbar. Ich hoffe, damit kriegen wir auch jede Menge Leder rein. Geschafft. Alle Technologien abgeschlossen. So, um die Technologies müssen wir uns erstmal nicht mehr kümmern. Da sind wir jetzt durch. Wir müssten jetzt auch langsam das leistungsstarke Gewehr hinkriegen. Wo ist das hin? Da. Dafür brauchen wir allerdings noch Schießpulver. Genügend Schwefel haben wir. Gut, Kohle, ja, müssen wir noch anschaffen. Aber ansonsten reicht das auch fürs Erste. Sechsmal. Dann brauchen wir noch den Auslösemechanismus. Oh Gott, der hat auch so viel benötigt, ne? Schießpulver selber. Dann Öl, Kohle, Nägel und zweimal Stahl. Gut. Nee, du kannst doch hier da oben durch. Da unten meine ich. Musst du nicht so weit laufen.
Okay, der Auslösemechanismus kommt, dann können wir das leistungsstarke Gewehr in die Wege leiten. Jetzt aber erstmal zu den Zwergen. Ihr müsst garantiert wieder schlafen. Dann geht mal ins Betty. Ja, du auch noch. Und alle, die jetzt noch wach sind, die craften das leistungsstarke Gewehr. Wir brauchen Stahl. Wir brauchen Gold. Bretter. Die beiden Waffenmündungen. Einmal den Auslösemechanismus und Schießpulver. Derjenige mit der Waffe, der sich am besten auskennt, der macht es fertig. Gut. Genügend Betten haben wir noch. Wir sind noch kein weiteres Level aufgestiegen, brauchen deshalb auch keine erstmal. Aber wir können ja trotzdem mal gucken, ob wir die Luxusbetten so herstellen können. Luxusbetten, wo waren die denn?